Hallo, guten Abend, Thomas Aus, Window & Change. Ich bin hier im Van der Valk Hotel in Brüssel. Hinter mir ist dieser Patchwork-Teppich, hätte ich fast gesagt. Sieht sehr schön aus, bunt aus. Ist Kuhfell, muss man mal so sagen, gefärbtes Kuhfell. Aber dieser Patchwork, dieses Patchwork hier, ist vielleicht eine gute Metapher für unseren Videolog heute. Was ich interessant fand, wenn Sie uns verfolgt haben im Videolog, dann haben Sie gesehen in den letzten Monaten, dass ich erwähnt habe, dass wir einen großen Rollout haben. Man hat mich gefragt, um meine Associates mitzuwirken bei einem Rollout, wo 8000 Manager qualifiziert werden zwischen September und Februar. Globally. Ist nicht wenig. Und ich helfe auf der deutschen Seite aus mit meinen Kollegen. Und das Spannende daran ist, diese Woche zum Beispiel, tagsüber hatte ich meine Workshops und abends ging es dann in die Conference Calls. Die Train-the-Trainer-Phase ist vorbei und jetzt geht es sich darum abzustimmen, was läuft wie wo, während über alle Kontinente verstreut die Workshops stattfinden. Das heißt, wir haben Conference Calls mit Coaches aus New York, Mumbai, Bangkok, Moskau, Frankfurt. Ja? Ganz spannend. Live Conference Calls, web-based. Wir teilen Videos aus, Videologs werden hochgeladen in SharePoint von den verschiedenen Locations und wir sind sehr schnell im Lernen und im Adaptieren. Und das ist das, was wir Ihnen bieten können. Wir sind Experten, das sind 40 Coaches, die das machen und wir haben mal zusammengerechnet, ungefähr 10 bis 15 Jahre Erfahrung, das heißt 400 bis 500 bis 600 Jahre Erfahrung greifen Sie da ab. Ja? Das ist ein halbes Jahrtausend. Und alle sind professionell unterwegs. Wir haben auf der einen Seite eine Research-Phase, wir haben ein zugeschnittenes Programm gewählt, wir haben die Train-the-Trainer-Phase abgeschlossen und jetzt geht es in den Rollout. Der Workshop in New York ist fast identisch mit dem in Moskau oder dem in Mumbai. Und gleichzeitig arbeiten wir auch mit elektronischen Medien, wir haben Voting-Systeme, wo die Leute wirklich sagen können, wie sie das fanden, das wird hochgeladen auf einen anderen SharePoint für den Kunden. Viele, viele spannende Dinge, die auch mit Messbarkeit zu tun haben, Bottom-Line-Results. Warum erzähle ich Ihnen das? Meiner Meinung nach sollten Sie sich umschauen, wie Sie sich verbessern können mit Ihrer Organisation global in drei Bereichen. Das erste wäre Leadership. Leadership Effectiveness oder Efficiency. Wie effektiv sind Ihre Führungskräfte? Wie effizient sind die? Das zweite wäre Change. Kultur, Change, Cultural Change, Veränderungsprozesse, Top-Down, Bottom-Up. Wirklich nachhaltige Veränderung, die funktioniert. Und das dritte wäre Kommunikation. Emotional intelligente Kommunikation, besonders wenn der Druck hoch ist. Diese drei Aspekte fließen in diese Maßnahme ein, die ich gerade beschrieben habe. Und dazu können wir was bieten. Wir sind eine sehr schlanke Organisation. Keiner von den 40 Coaches ist auf dem Festgehalt. Wir werden eingesetzt für die Projekte in der Menge, die es gebraucht wird. Und danach sind wir wieder auf anderen Baustellen unterwegs. Das heißt, Sie können sehr gezielt abgreifen, wir können das Volumen hochfahren, wir können teilweise abschlanken in manchen Bereichen, wenn es nötig ist. Und all das steht zur Verfügung. Deswegen, wenn Sie Appetit haben, sich wirklich als globaler Player weiterzuentwickeln oder vielleicht nur in Ihrem lokalen Markt, sprechen Sie uns an. Lassen Sie uns reden. Wir haben viel zu bieten. Ein großes Patchwork von Experten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Hoffentlich bis bald. Ciao.